Gerade dabei nach Apps suchen, nach schönen Apps für euch. Wir haben für diese Sendung auf jeden Fall schon ein paar schöne rausgesucht und wir fangen an mit einer App namens Peak. Achso, ich wollte den Gag machen, Emmy. Peak. Achso. Peak, da geht's mal, ganz kurz. Um Ausschläge. Wir fangen an mit einer App, die nennt sich Peak. Achso. Autsch. Achso, oh Emmy, es tut mir fürchterlich leid. Damit kann man seine Gehirnleistung ein wenig erweitern. Und mit GoCam, der nächsten App, kann man Selfies, Duckies, Buddies und Groupies quasi fotografieren, ohne dass man die Hand am Telefon halten muss. Und Selbstauslöser muss man nur winken und dann wird das Foto gemacht. Das ist eine gute Sache, sodass man noch mehr Fotos machen kann oder auf Facebook posten kann. Und oftmals poste ich ja Fotos von fremden Leuten drauf und muss aber sicherstellen, dass diese sich nicht erkennen. Und dafür kommt Touch Blur zum Einsatz. Diese drei Apps mit diesen zwei Moderatoren auf dieser einen Couch. Jetzt. Wir fangen an mit einer Spiele-App namens Peak. Was ist denn los? Mein Po ist so groß, nimmt ein ganzes Kissen ein, Emmy. Nein. Ich habe super schwere Gehirnleistung. Also ich habe nicht so gute Gehirnleistung, ist mir neulich mal aufgefallen. Also das stimmt nicht. Du bist bei solchen Spielen, die wir jetzt vorstellen, also diese Gehirntrainier-Spiele, da bist du immer super gut, weil du so schnell denkst. Das ist nicht ganz wahr. Du denkst nicht immer richtig, aber du denkst schnell. Das können wir mal ausprobieren hier mit meinem Training. Wir haben 4 verschiedene Kategorien, an die wir spielen können. Das Ganze wird auch am Anfang abgefragt. Ne? Da wird gefragt, was willst du verbessern? Willst du dein sprachliches Vermögen verbessern? Willst du logisch denken können. Will ich nicht. Willst du zum Beispiel ein Gespräch effizienter führen? Das solltest du lernen. Findest du? Nee, ich finde das furchtbar. Gespräche müssen nicht effizient sein. Sie müssen einfach nur Spaß machen. Aber Frauen können das gar nicht, ne? Deswegen telefonieren wir ungefähr 1,5 Minuten am Tag. Stunden? Echt? Quatsch. Ich mach mal Training an, okay? Und wir fangen an mit Grundrechnen, Emmy. Ja. Und wir kriegen zu jeder Übung kriegen wir angezeigt, wie das Ganze funktionieren soll. Bestimme die größere Karte. Ne? Also hier 4 + 1 ist 5 und dann ist das gleich. Ne? Aber wir müssen jeweils immer aus dieser Rechnung die größere Zahl raussuchen. Ich gehe auf 3. Das stresst mich jetzt schon total. 8 ist größer. Okay. 13 ist größer. 30 ist größer. 14 ist größer. 8 ist größer. Oh, 23 ist größer. Das ist gleich. Das ist hier größer. Gut, ich kann es nicht sehen, deswegen kann ich gar nicht. Doch, Emmy, das kannst du diesmal kannst du das nicht sagen. Nein, ich sehe es überhaupt nicht. Nein, ich sehe gar nichts leider. Das ist hier größer. Oh, 20? Nein. Nein, falsch. Nein. Mensch. Hier, Emmy, das ist leichter. Hier, 4 ist gleich. Das ist das Gleiche. Was? Und das ist größer hier. Und wie kannst du das so schnell? Das gibt es doch gar nicht. Hast du es vorher auswendig gelernt? Nein, das ist ja immer, kommt immer so. Ne? Und das ist auch größer. Und, das ist gleich. 1 × 8. Oh, jetzt kommt mal. Also wirklich, könnt ihr das auch so schnell? Das finde ich wirklich unglaublich. 28 und dann, wisst ihr, jetzt 3. Das ist hier unten größer. Jetzt wird es aber kompliziert ein bisschen. Man hat nämlich und er redet noch dabei. Ne? Er spielt dieses Spiel und macht mathematische und Lösungen. Das macht ja nichts. Aber die meisten machst du richtig. Und das ganz, ganz schnell. Wirklich begeistert. Das ist aber einfach, glaube ich, so ein bisschen. Ich gucke da, ich rechne gar nicht aus. Das ist aber auch echt. Was ist nochmal Strich? Punkt vor Strich. Strichrechnung. Ja. Klammer aber immer zuerst. Auf St. Pauli ist aber Strich vor Punktrechnung. Ja, ganz sicher. So, mach mal, wie lange geht denn das noch? Ich habe oben die Zeit, guck mal, 20 Sekunden. Okay, noch 20 Sekunden. Und dann können wir vielleicht mal zeigen, wie das mit dem logischen Denken ist. Ja, genau. Es werden nämlich immer pro Tag gewisse Trainingseinheiten abgefragt. Ne? Mhm. Die muss man dann einfach am Tag erledigt haben. Oh. Hier, das ist, glaube ich, größer. Oh, das weiß ich nicht. Ich dachte, das hier ist falsch. Wusste ich. Und diese 4 verschiedenen Kategorien, die kann man am Tag abarbeiten und dann auf den nächsten Tag setzen. Ja. Und dann einfach wieder warten, bis die 24 Stunden um sind und den nächsten Tag spielen. 17.050. Das ist nicht schlecht. Und plus 700 Punkte Bonus. Herr Emmy, 700 Euro Bonus, bitte. Und jetzt kann ich das Training fortsetzen. Wir gehen mal in die nächste Kategorie. Jetzt geht es um Langzeit. Merk dir die Karte, okay, ein X. Stimmt die aktuelle Karte mit der vorherigen? Nein. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin, Emmy. 3, 2, 1, 0. Du wieder viel besser als ich. 0. Okay. Hast du gemerkt? Ja. Ist die gleiche? Ja. 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 Nein. Nein. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ach doch, ja. Das ist immer von der vorherigen. Ja. Ach so. Nein. Nee. Oh, nee. Nein. Nee. Nee. Nein. Nee. Ja. Nee. 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 Ja. Nee. Ja, nee. Mach mal schneller. Ja, nee. Ja, nee. Geh nicht, Emmy, ist so schwer. Ja!
Ja, das fördert so gewisse Gehirnströmungen, die einfach bei mir wahrscheinlich kurz vorm Veröden sind. Nein, das bei dir nicht. Bei mir sind sie gar nicht vorhanden. Bei dir sind sie schon total ausgearbeitet. Ich hab das ja schon geübt zu Hause, Emmy. Ist ja nicht so, dass ich das zum allerersten Mal spiele. Es ist das zweite Mal, dass ich das spiele. Noch mehr als vorher. Also Wahnsinn, sehr schön. Man kann also, noch andere Übungen noch machen. Noch Übung? Ah, komm, dann machen wir noch eine. Haben wir noch Zeit? Ja. Tippe auf das Objekt, das zu keinem anderen identisch ist. Das kriegen wir hin, Emmy. Du sagst immer, das kriegen wir hin. Ja, ich zieh dich mit. Oh. Wieso das denn? Ja, ist doch nicht, ne? Hä? Verstehst du das Spiel nicht? Bist du zu doof? Ach so, aha. Nee, weißt du, woran ich bin jetzt gerade an Farben orientiert. Ne? Ja, da musst du mal ein bisschen mitdenken. Und das ist nämlich auch der Gag bei dem Spiel. Es werden Farben und Zahlen bzw. Werte miteinander kombiniert. Und wir kommen zur nächsten App. Nein, ich kann's. Na komm, einmal darfst du noch. Da, und links. Richtig. So, und damit fördert man dann gewisse Funktionen im Hirn. Und zwar bis der Peak erreicht ist. Und dann, was passiert dann? Dann gibt's Ausschlag, Emmy. Super. Neurodermitis. Boah, ja, anstrengende Sache, ey. Sollen wir ein Foto machen? Nein, das kommt erst später. Sollen wir ein Foto machen? Ja. Sollen wir ein Foto machen? Ja. Ah, nee, der GoCam kommt. Wie heißt das? Nee, GoCam, hast du schon richtig. Ja. Oftmals hat man nämlich das Problem, dass zum Beispiel etwas beleibtere Menschen mit der Vorderkamera des Smartphones kein Selfie machen können, weil sie einfach, der Arm ist zu kurz, um den gesamten Körper auf das Foto zu bringen, Emmy. Dafür gibt es inzwischen auch so Teleskoparme, die man auch mit so einem Knopf bedienen kann und dann gibt es da einen Selbstauslöser. Ja, wobei man auch sagen muss, bei den iPhones zum Beispiel, es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass man nicht auf den Auslöser drücken muss, sondern dass man oben auf dem Lautstärke-Buttons drücken kann, um auszulösen. Kann man auch machen. Ja, das macht es auch einfacher. Das funktioniert inzwischen sehr wohl. Und was ich jetzt mal aufgerufen habe, ich habe GoCam aufgerufen. Ne? Und Emmy, willst du mal, zeig mal die Hand. Nein, die Hand zeigen, so wie unten im Display. Genau, und jetzt machen wir eine Faust. Nochmal, Hand zeigen. Bis grün ist und? Nee, nur richtig so eine Hand. Da steht aber eine Faust gerade. So, Emmy. So, Hand, jetzt eine Faust. Gedrückt halten. Nein, nochmal. Also das Hand. Nein, guck mal, ich zeig dir das. Ja, du hast zu kleine Hände. Faust. Gedrückt halten. Nochmal. Das ist ein bisschen Übung, Emmy, ich weiß. Mach eine Faust. Hand. Bis es grün ist, jetzt Faust. Vielleicht ist es einfach zu weit weg gerade. Nein, ist nicht. Jetzt. Ja, aber ich würde doch so nicht, mein Arm ist doch nicht so lang. Guck mal, und jetzt macht er einen Selbstauslöser und macht ein Foto von uns beiden, beziehungsweise von keinem von uns beiden. Von Emmy sieht leicht angepisst aus seiner Seite. Es klappt nicht. Nicht gut drauf. App-Scheiße. Ja, weißt du warum? Das ist doch klar, dass es bei mir nicht funktioniert. Meine Arme wären niemals so lang, dass ich das da halten würde, um dann ein Foto zu machen. Ich wollte dich blocken, Emmy. Jetzt können wir nochmal. Willst du jetzt nochmal probieren? Das funktioniert. Das klappt. Du musst nicht so nah. So, mach Faust. Nochmal? Emmy, du machst so. Mach doch mal so. Diesen Finger dran. Was? Na, nicht so nah. So? Faust machen. Ist super einfach zu benutzen, die App. Das gibt's doch nicht, Emmy. Hast du so kleine Pfoten? Faust, jetzt lass los? Ja! Und es geht, siehst du? Und jetzt könntest guck du mal, das. Ich mich freue. Das, siehst du, die App bringt also auch Freude ja, ins Hauswege. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt könntest du hier oben auf diesen kleinen Verbesserungsknopf gehen, um dann zum Beispiel Sachen besser zu machen. Ne? Zum Beispiel mache ich dir jetzt, ich mache dir einen Aufkleber zum Beispiel. Ich mache dir. Jetzt guck mal ganz kurz hier. Hier? Warte, Achtung. Mach dir ein Hütchen. Guck. Achtung. Hast du nicht einen lustigen Hut? Nein, das ist nicht gut für dich, Emmy. Keine Chance. Nee, du kommst schon dran. Ich lass dich auch mal dran. Keine Sorge. Ich will einen Hut. Guck mal, du hast jetzt einen Hut. Ja. Und du kriegst aber auch noch ein Krönchen, kann ich hier oben draufsetzen. Also verschiedene Sticker kann man noch oben drauf machen. Das ist ja lustig. Es gibt auch noch die Möglichkeiten, dann das Bild ein bisschen aufzupeppen. Fokussieren vielleicht. Ja, fokussieren, Farbkleckse. Man kann auch Text reinsetzen, falls du jetzt irgendwie noch was darüber draufpacken möchtest. Irgendwie Hallo, Hallo oder was. Wie heißt die GoCam? GoCam, genau. Ups. G-O und dann C-A-M. GoCam, genau. Done. Und das ist ein Hocher. Ja, das kommt, die Textkorrektur kommt damit rein. Ne? Also es ist nicht nur die Möglichkeit, damit eigene Selfies, Duckies und Groupies zu machen, sondern man kann das Ganze dann auch noch. Was sind denn Groupies? Ist das was Sexuelles, Groupies? Nee, Groupies ist, wenn man mit mehreren Leuten. Ach so. Wir haben ja kein Selfie gemacht, sondern wir haben Buddies, Groupies. Ne? Nee, das sind. Also Butties mit T. Belfies. Von den Butts in Belfies. Genau, es gibt Belfies, Helfies. Helfies? Was ist Helfies? Wenn man nur die Haare macht. Das hast du gerade erfunden. Nein, ist wirklich so. Ich könnte gut Nasis machen.
Nosies? Nosies. Könntest du auch machen. Man kann dann auch noch verschiedene Sachen verschwimmen lassen. Also das ist nicht nur die eigentliche Funktion eines Selbstauslösers, sondern man kann hier dann auch noch das Bild ein bisschen verschönern. Also auf diese App hat wirklich die Welt gewartet, glaube ich wirklich. Findest du nicht gut? Nein, ich meine das jetzt, ich meine das ernst, weil wirklich fast jeder mittlerweile Selfies und sonst was postet. Ich will es nochmal probieren, komm. Ich will. Nein, als allererstes. Ja, es hat funktioniert. Nee, nicht. So, nochmal. Nein, nicht so nah, Emmy, der sieht das nicht. Und jetzt, guck mal, du musst ganz, halt mal die Hand hin, nicht so nah. Warum denn nicht? Und jetzt Faust. Nein, gedrückt halten die Faust. Was willst du denn? Jetzt Hand, Faust. Ja, Emmy. Leider ist diese Applikation nicht für Frau Wiggum geschrieben worden. Ich habe wirklich deine Hände darin, das wahrscheinlich. GoCam ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um eigene Selfies zu machen. Selfies ohne Tennisarm stimmt schon mal gar nicht. Ich habe jetzt einen Tennisarm von diesem ganzen komischen... Ja, Emmy. Egal, trotzdem tolle App. Selbstauslöser. Klick. Schöne Haare, Emmy. Dankeschön. Du auch. Weißt du übrigens, dass es oftmals, also ich habe manchmal mit Leuten zu tun, da bin ich überhaupt nicht in der Lage, denen eine qualifizierte Antwort zu geben. Weil ich einfach so viel in mir habe, dass es einfach 20 Gehirnströme gleichzeitig. Ich könnte nicht in der Lage sein, das Ganze textalisch festzuhalten, wenn ich zum Beispiel eine blöde Antwort suche. Weißt du? Wenn mir jemand zum Beispiel fragt, was trägst du, was hast du für eine BH-Größe zum Beispiel, wenn mich das fragt. Du hast echt hingeguckt. Ja, echt auf den Busen geguckt, ne? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich sag dir, worauf ich hinaus will, dass manchmal ein Bild mehr sagt als... B. Das ist B? Nö, das ist C. Ah. Auf jeden Fall ist das ein C, Emmy. Ja. Und oftmals antworte ich dann mit Bildern. Mit den Rage Faces. Zum Beispiel mit Rage Faces kann man antworten. Man kann auch eigene Rage Faces erstellen. Oder man sagt zum Beispiel, wenn man total angesickt ist, kann man zum Beispiel. Dann macht man ein Foto von mir und Schäfer sendet das. Nein, das natürlich nicht. Aber du könntest zum Beispiel hier, wenn du sehr glücklich bist, könntest du eins von diesen Dingern hier auswählen. Dann gehst du drauf und automatisch, wenn du drauf gehst, wird es in die Zwischenablage kopiert. Also, das heißt, du willst eine SMS schreiben, eine schnelle, musst dafür aber erstmal die App aufmachen und dann das abspeichern und dann wieder zurück in die SMS oder WhatsApp gehen, um das abzuschicken. Oder funktioniert es gar nicht mit WhatsApp? Doch, das funktioniert auch mit WhatsApp, sondern dann wird das einfach als Bild gespeichert. Also ich zeige es nochmal. Du gehst auf das Bild, was du haben möchtest. Das wird automatisch, dadurch, dass du da einmal drauf gehst, wird es in die Zwischenablage kopiert. Und dann muss man das aus der Zwischenablage dann in das Format reinkopieren. Ob es eine E-Mail ist, ob es eine WhatsApp ist, ob es eine Vibe ist, ob es zum Beispiel eine SimsMe ist. Das ist komplett unwichtig. Aber meinst du denn wirklich, dass man sich die Mühe macht? Ich schon. Ja? Ja, ich mache mir durchaus manchmal die Mühe, weil ich überlege, manchmal, wenn ich so eine Antwort geben muss auf eine Frage, die einfach so kompliziert ist, dass ich da gar keinen Bock drauf habe zu antworten, dann suche ich mir irgendein blödes Foto aus und hau demjenigen das dann von Latz zum Beispiel. Das heißt ja eigentlich, dass ich noch nie eine blöde Frage gestellt habe, weil du mir noch nie sowas geschickt hast. Ich habe dir, habe ich wirklich noch nie gemacht. Nee. Könnte ich allerdings nächste Woche mal anfangen, Amy. Nee. Zum Beispiel, also das ist eine Sammlung von verschiedenen Memes. Sind das Memes oder Mimis? Mimis. Mimi, weißt du? Mimi, ja. Ich finde, Mimis hört sich besser an als Memes. Mimi. Ja. Das sind die. Und die sind einfach zusammengefasst hier in der App. Sind 1000 verschiedene davon, ne? 1000? 1000, wirklich. Du kannst da rausnehmen oder beziehungsweise aufmachen, welche angenommen werden. Ob es auch bei WhatsApp ist, ne? Oder was? Zum Beispiel. Okay. Ob es soll auch einen Profanity-Filter geben, den habe ich aber bei mir ausgemacht, Amy, weil ich eigentlich alles sehen möchte. Das benutzen dann Eltern bei ihren Kindern? Zum Beispiel das, ne? Das Ganze wird ein bisschen mit Werbung finanziert. Wer ist das denn? Das ist ja in Ordnung. Was denn? Guck, wenn man den so runterslidet, da ist noch einer, der guckt uns an. Naja, SMS Rage Faces, so heißt die App, die sicherlich nicht für alle Leute gedacht ist. Ich würde sagen, Emily Wiggum installiert die sich eher nicht. Es kommt drauf an, wenn du mir jetzt nächste Woche ganz viele schickst davon, dann werde ich sie installieren, um dir einfach zurück... Antworten geben zu können. Ganz viele Antworten, aber ich kann auch malen. Oder ich könnte auch... Tanzen. Ein Video aufnehmen mit WhatsApp und verschicken jedes Mal. Auch die sagen, würde auch gehen, ne? Ja. Aber ein Video verbraucht mehr Datenvolumen als ein Bild. Das ist mir total egal. So. Uns ist es nicht egal, dass ihr am Fernseher sitzen bleibt, beziehungsweise am Rechner sitzen bleibt, denn wir machen nur ein kurzes Päuschen, legen uns zurück und ich zeige euch meine Man-Boobs. Thank you.
Haha, ihr habt gut aufgepasst. Schlag mich. Soll ich? Bitte. Bah! Brutaler Schlag, Emmy. Kann ich ja von Glück reden, dass ich noch gut geschminkt bin, sodass man den Handabdruck auf meinem Gesicht nicht sieht, denn wir haben eine App verwechselt. Ich habe eine App verwechselt. Nein, das war doch extra nur so, dass die Zuschauer dranbleiben. Also, geht's weiter mit Touché Blur. Ja. Da geht's darum, um zum Beispiel gewisse Fotoinhalte zu blurren, also auszuwischen, zu verwischen, um sie unkenntlich zu machen. Ist immer wichtig, wenn man Fotos macht mit Leuten, die man nicht mag. Und die man dann hochladen muss oder möchte irgendwo und man möchte dann keinen Stress mit denen haben. Dafür gibt's Touché Blur oder Touch Blur. Dann machen wir weiter mit Captain Cook. Captain Cook? Ich habe gedacht, Captain Iglo. Nein, nee. Captain Cook. Ist aber eine Essens-App. Also die ist richtig Koch-App. Gut. Ja. Die ist richtig schön und mit bebilderten ja, gleich. Super. Und wo wir gerade schon bei Essen sind, einer der beliebtesten Lieferdienste im Internet ist Burger.de. Nein. Nein? Spaghetti.de. Nein. Kohlrouladen.de. ChickenMcNuggets.de. Pizza.de ist die Adresse, aber da kriegt man auch andere Sachen außer Pizza. Und wir geben euch super einfache Tipps, wie man zum Beispiel beim Pizza-Bestelldienst ein wenig Geld sparen kann. Erkläre ich gleich mal. Wenn die Brüste des Kummernraters größer sind als die eigene, das ist irgendwie doof, ne? Ist das wirklich so viel? Ja. Ich habe ein gutes A, ne? Hör mir das? Emmy, du machst mich an. Hat einer Klamotten, die er anhängen muss, kann er hier dran machen. So. Ich nehme die nächstes Mal ab. Touchblur. So. Die können wir jetzt fotografieren. Nee, das kann ich eben nicht abkleben, Emmy. So. Das habe ich einmal gemacht. Ich habe mir die halbe Brusthaare rausgerissen. Das ist echt. Wir könnten aber jetzt Fotos davon machen und dann wie heißt es denn, wenn das hart wird? Die harten Brustwarzen wegretuschieren. Das könnte man theoretisch mit Touchblur machen. Ja. Und ich starte es mal für euch. Denn Touchblur ist vom Interface ganz einfach zu bedienen. Wir kriegen hier das Foto von einer jungen Dame. Und wir können hier unten links auswählen, ob wir ein Foto bearbeiten möchten, welches sich in unserem Album befindet. Oder wir wählen eins aus, welches wir an dieser Stelle jetzt sofort machen können. Das heißt also, ich könnte jetzt hier... Nein. Komm, ich warte. Nein, es gibt eh jetzt gleich eine Retourkutsche. Also mach ein Foto von mir und dann kannst du. Nein, komm, wir Böses machen das zusammen sagen. Und ich blurre dich voll weg. Okay. Ich blurre dich weg. So. Fotos gewählt. Ich möchte meine Zunge nicht mehr erscheinen lassen. Das geht mir ziemlich auf den Senkel, dass die so einfach zu sehen ist. Ich habe nämlich heftigsten Zungenbelag drauf. Sag mal. Nein. Warte ich nochmal. Och, Mann, das geht zu weit. Geh auf Use Foto. Ja. Ja, und ich wähle jetzt aus oben den Blur, ist ausgewählt, ne, und ich gehe mal auf diesen Touch-Knopf, ne, und kann jetzt auswählen, wie groß die Pinsel sein sollen, mit denen ich arbeite, wie groß der Pinsel sein soll, mit dem so, ich arbeite. Ich würde sagen, so, das wird reichen für deine Zunge. Ja, genau. Manchmal ist es nämlich wichtig, dass man einen feineren Pinsel benutzt. Wir brauchen hier keinen feineren Pinsel. Also fange ich jetzt mal an, mache ich mal die Wand so ein bisschen blurrig. Siehst du das? Ich mache Riemchen mache ich weg. Ja. So, und jetzt will ich die Zunge mal so ein bisschen blurrig erscheinen lassen und kann jetzt quasi... Boah, das sieht aber spooky aus, ja, finden Sie aus? Aber für Halloween wäre das was gewesen. Für was? Für Halloween zum Beispiel. Ja, gut, wenn man jetzt irgendwie sein Gesicht ein bisschen verschandeln möchte. Wie ist denn das eigentlich zum Beispiel rechtlich? Wenn ich ein Selfie mache, irgendwo draußen in der U-Bahn oder so, ja, und hinter mir sitzen Leute, müsste ich die theoretisch, wenn ich auf Facebook das poste, oder müsste ich es blurren? Ich würde sagen, ja. Ne? Ohne genau wissen zu müssen, wie jetzt genau diese rechtliche Lage ist, würde ich doch ganz stark auf ein Ja tippen. Ja. Also dann braucht man diese App auf jeden Fall. Weil du musst Leute, dessen Foto du machst, musst du eigentlich um Erlaubnis bitten. Auch wenn sie in der Öffentlichkeit sind? Auch wenn sie in der Öffentlichkeit sind, musst du das machen. Also das ist mein Kenntnisstand. Ne? Ich so auch. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie nicht erscheinen möchtest, kannst du das so machen. Aber man kann das Ganze auch rückgängig machen. Geh mal oben auf Restore und jetzt zieh mal, nee, nochmal, damit es gelb ist. Und dann zieh mal über die Teile, die du restoren möchtest. Zack, und jetzt sind die Augen wieder da. Und jetzt sind die Augen auch wieder da. Ne? Und das Ganze kann man dann auch, also wie gesagt, mach die ein Herz dahin. No way, da wird direkt wieder geblurrt hier an der Stelle. Das benutze ich ganz oft, wenn ich... Nee, benutze ich gar nicht. Ach so, wenn du Screenshots machst, ne? Ja, wenn ich falsch fremde Leute fotografiere, dann benutze ich das ganz gerne. Ich kann das dann auch mal exportieren lassen. Das Ganze dann ins Album exportieren. Ich kann es kopieren, als E-Mail schicken, bei Facebook hochladen oder es zwitschern und bin dann in der Lage, einfach ein Foto anonymisiert hochzuladen. Was mir so ein bisschen fehlt, es wäre schön, wenn man direkt aus der App raus das Foto bei einem Bilderhoster hochladen könnte. Also es gibt ja so Bilderhoster, wo man nur Bilder hochladen kann, wie zum Beispiel 250kb.de oder Flickr oder. Hier ist es einfach nur Facebook und Twitter sind vertreten, aber den Umweg muss man halt gehen über die Kamera. Vielleicht hat das auch was mit Rechten zu tun, dass eben die App nicht die Rechte von den Bildern hat oder so. Ach, vielleicht war das auch eine blöde Erklärung. Macht ja nichts, wir haben eh keine Zeit mehr darüber zu reden. Touch Blur heißt die App, die ist kostenlos.
Touch. Ach so, Blur. Und wir ich bin Blur, ja. Sag, und ich bin Touch. Blur. Ja. Mein Gott. Harrrr, sagt übrigens der Kapitän immer bei den Simpsons. Wusstest du das? Nein. Harrrr. Sagt das auch der... Captain Ilo? Nee, wie heißt denn der Johnny Depp Captain? Hä? Captain Jack Sparrow. Weißt du noch? Ja, weiß ich. Ja. Wo der erste Teil wie der zweite wie der dritte und der dritte wie der vierte Teil ist eigentlich, ne? Absolut, eigentlich aber trotzdem nett anzugucken. Ja, wirklich nett anzugucken. Und nett anzugucken ist genau das Stichwort, was auch bei Captain Cook im Vordergrund steht, denn das Ganze ist eine Koch-App bzw. eine Rezepte-App, die dadurch besticht, dass sie wirklich schöne Fotos macht, ne? Und man kann sich immer an drei Gerichte orientieren, die am Tag angeboten werden. Ja. So zum Beispiel heute bekannter Asia-Feldsalat mit Baconstreifen und Croutons. Das durchschnittlich, wenn man das einkauft, 9,34 €. Unter uns ist ein Schweinchen dargestellt. Das bedeutet also, da ist Schwein drin. Das dürften zum Beispiel Moslems nicht essen, wenn sie, wenn sie sich ganz streng an das Wenn man auf die 9,34 € drauf geht, kriegt man dann eine Erklärung, was das, wie sich das zusammensetzt? Ja, kriegst du. Und du kannst sogar auch auswählen, in welchem Supermarkt du kaufst, ne? Um dann zum Beispiel sagen, Kaisers in Berlin und Umland kostet ein bisschen mehr. Ne? Geh mal auf Bio, ob wie viel teurer Bio das Company dann ist. Ist dann 10,53 €. Oder wenn es zu Teegut geht, kostet es dann auch so, habe ich gar nicht ausgewählt, wenn es zu Teegut geht, kostet es dann 12,83 €. Das sind Preise, die von der Redaktion von Captain Cook im Berliner Umland gemacht wurden. Und man muss sich das mir vorstellen, die Leute gehen wirklich in die Supermärkte und vergleichen die Preise. Da ist nicht irgendwie, die rufen nicht beim Supermarkt an und lassen sich die Listen der Preise geben, sondern die gehen da hin und gucken ganz genau nach, wie viel das kostet. Deswegen gibt es auch nur drei Rezepte am Tag, sonst wäre es auf jeden Fall zu aufwendig. Ja, wirklich. Aber ich finde die Idee super und ich finde vor allen Dingen ganz toll, dass man sehen kann, wenn ich bei Rewe einkaufe, spare ich vielleicht 1 €. Ja. Wenn ich aber Bio-Sachen kaufe, dann kostet es ein bisschen mehr und das ist es vielleicht auch dann wert. Also für mich schon, das muss jeder selber entscheiden, aber finde ich schon sehr schön. Man kann dann auf das Herzchen drauf gehen, um das da als oben. Favorit genau. Oder als Rezept hinzufügen. Ne? Wir suchen uns mal hier die anderen glasierten Tufe mit grünen Bohnen und Reis. Das wäre nichts für dich, ne? Und orientalische Linsensuppe. Das ist nichts für mich. Wieso? Linsensuppe mit getrockneten Tomaten? Nee. Wieso? Orientalisch ist so Currygewürz drin, das mag ich nicht. Man kann mal hier reingehen. Das ist übrigens vegan, Emmy. Dass ich mal für eine vegane Sache stehe, die du nicht magst, finde ich äußerst fragwürdig. Übrigens kann man dann hier... Ach so, warte mal ganz kurz. Aber doch nicht alles zusammen. Das ganze Menü kostet 9,54 €. Nicht? 34. Aber nicht nur die Linsensuppe, oder? Alles. Die Linsensuppe mit den getrockneten Tomaten. Das ist immer das eine Bild, was wir angezeigt bekommen auf der Startseite. Das kostet 9,54 €. Aber 9,54 € für eine Linsensuppe mit getrockneten Tomaten? Für zwei Leute? Das ist viel zu teuer. Für zwei Leute? Weißt du, wie teuer eine Packung Linsen ist? 2 €. Ja. Ja. Und getrocknete Tomaten? 5. Nein. Doch. Nein. Ich kaufe, wo ich die kaufe, kostet die 5. Und dann kann man ja auch mir mal auf Einkaufen gehen, dann kann sich das Ganze zum Beispiel, ja gut, einige Sachen zum Beispiel wie klare Gemüsebrühe, die hast du ja schon zu Hause, dann lässt du das weg. Ah, ne? Okay. Hier so Küchenkräuter hast du ja auch manchmal zu Hause, ne? Oder getrocknete Tomaten. Man muss nicht immer davon ausgehen, mal, dass man alles kaufen muss. Die kosten keine 5 €, 1,79 €. Ja, das ist, die Familienpackung kostet bei mir so viel. Ne? Und dann kann man das Ganze auch noch hier Schritt für Schritt sich erklären lassen und dann auch noch die Step-by-Step-Fotos, die wirklich sehr schön geworden sind. Ach so, da wird jetzt hier, muss man einmal drehen oder so, gut, jetzt an dem Rezept nicht. Und dann kriegt man das hier so mit richtig bebildert. Das ist doch tight, super. Oder? Das ist richtig schön das gemacht. Das sieht lecker, ne? Aus. Und, aber es ist die Linsen, ne? Das macht eine 4-köpfige Redaktion. Jeden Tag. Wirklich? Ja, 4-köpfige Wahnsinn. Redaktion. Und die sind wirklich mit Herzblut an der ganzen Sache dabei. Und wie gesagt, man kann sich das Ganze als Favoriten anzeigen lassen und dadurch sich einfach Inspiration holen, was man denn essen möchte. Und wenn man das in die Favoriten reinmacht, dann ist es auch für das nächste Mal auch noch gespeichert? Oder ist es nur ein paar Wochen gespeichert? Nee, ich glaube, das ist dann immer für alle Ewigkeit gespeichert. Kapitän Cook! Respekt. Wir verneigen uns vor dir. Es Absolut. Ist eine schöne App, die wirklich echt schön gemacht ist. Und ich glaube, das ist so eine App, die Leute so ein bisschen dazu animieren kann, zu kochen, selbst wenn die nicht so Riesenköche sind. Auf jeden Fall. Harr. Wenn ihr nicht so gerne kocht und es auch nicht ausprobieren wollt, ich kann euch nur raten, das Ausprobieren ist schon mal eine gute Idee. Aber es gibt ja auch mal Zeiten, wenn man sagt, ich muss jetzt einfach was bestellen, ich habe keine Zeit, ich will jetzt einfach nur auf der Couch sitzen bleiben. Und meistens fühlt man sich danach aber nicht so gut. Nein, meistens nicht. Ist so wirklich so. Das stimmt. Weil die Käsepizza, weil die Pizza eigentlich nur aus Brot besteht und der obere Teil kannst du abnehmen. Und die Tomate ist halt, ist vielleicht eine halbe Tomate, die ist so da drauf
und sonst ja, nichts, die ist drüber gezogen worden und dann auf die andere Pizza über gelegt. Pizza.de kann man sich auf jeden Fall Sachen nach Hause bestellen oder zum Beispiel hier ins Büro oder wie auch immer. Und die funktioniert ganz gut, denn man kann erstmal seinen Standort angeben. Was haben wir für eine bei 40211? 221. Da, Unterblick. Wähle ich mal aus und jetzt kriege ich eine Liste der Dienste, die bei Pizza.de registriert sind. Und Pizza.de ist vielleicht ein bisschen irreführend. Es geht da nicht nur um Pizzen, sondern um alle anderen Sachen. Ja, Fastfood hätte man sie auch nennen können, aber Pizza ist einfacher zu schreiben als Fastfood. Und so kann ich mir dann zum Beispiel bei Smileys oder bei Il Prosto. Posto. Also. Oder Mantai. Ne? Ich gehe mal auf die Bewertung hier drauf und kann mir dann die Bewertungen zu diesem jeweiligen Snackdienst reinziehen, wenn sie denn geladen werden. Ich kann mir auch angucken, wie man dort bezahlen kann, ob man nur Bargeld. Jetzt kommt wieder dann eine kurze Ansprache wegen PayPal. Und ja, und jetzt kommt jetzt auch noch, dass es halt total schlimm ist für den Lieferanten. Man der will kann doch aber, Geld haben. Ja, aber dann gib dem Bargeld. Wieso das denn? Das ist doch doppelt gemoppelt. Die meisten Leute zahlen ja bei PayPal und sagen, ich habe ja schon bezahlt. Und dann fressen her, Tür zu und der arme Lieferant, der guckt den dann traurig nach. Marco will eigentlich nur sagen, wenn er Sachen bestellt und jemand denkt kommt. Denkt an Trinkgeld. Genau, aber dann muss man nicht über PayPal das Trinkgeld abgeben. Ich wohne in der 18. Etage, Emmy, und habe keinen Aufzug. Und ich bestelle beim Pizzadienst zweimal hintereinander. Na, kleine Margarita. Und zahle nix. Ich zahle gar nichts dafür. Ne? Das sieht hier ähnlich. So, dann hat man also, kann man sich hier einen Lieferdienst aussuchen und dann dort bestellen. Ich wähle mal irgendwo hier das aus. Ne? Bilka Nudelhaus. Ja, kann man auch andere nehmen. Ne? Ja, jetzt kann man hier auswählen, was man haben möchte. Unten kriegt man angezeigt, was der Mindestbestellwert ist und wie viele Artikel man bisher reingetun hat. Gnocchis esse ich zum Beispiel sehr gerne. Und Tagliatelle esse ich auch gerne. Was ich aber auch noch ganz gerne mache bei verschiedenen, bei diesen Lieferdiensten ist, pizza.de kriegt eine Provision für jede vermittelte Bestellung. Mhm. Na, was man jetzt machen kann, ist einfach aufs Impressum zu gehen und das mögen die Leute, glaube ich, gar nicht, diese Nummer anrufen von dem jeweiligen Pizzadienst oder von dem jeweiligen Imbissdienst. Dort einfach anrufen und sagen, was man haben möchte und sich dann den Preis sagen lassen. Meistens ist der Preis, wenn du dort anrufst und nicht direkt über pizza.de bestellst, günstiger als in pizza.de. Ja, also wir können einfach davon ausgehen, dass wir von pizza.de jetzt gesponsert werden. Jetzt. Das ist nicht schlimm, ich bestelle ja so oder so. Also ich mein, machst du trotzdem. Ja, ich mache das wirklich trotzdem. Ne? Ja? Also oftmals rufe ich da entweder an und höre mir das an, weil es gibt ja auch ganz viele Pizzabuden, die zum Beispiel von Pakistanern betrieben werden. Und dann denke ich mir, das muss nicht unbedingt, also ich esse lieber dann beim Italiener auch so, weiß nicht. Ruf da an. Sushi Kaiser. Da bestelle ich jetzt. So, Sushi-Platten. Geh mal oben auf Info. Geh mal oben auf Info. Für 49,90. Geh mal bitte auf Info. Ja, hinzufügen. Nein! Info! Geh mal auf Info. Ja, mach ich doch. Ja, was ist? So, und da oben ist die Nummer und da könnte ich jetzt anrufen und fragen, wie viel kostet die Pizzaplatte denn, wenn ich die direkt telefonisch bei dir bestelle? Dann sagt er dir, es geht um Sushi. Nein, ja. Aber dann fällt die Provision für pizza.de weg und dann kann man durchaus ein bisschen Geld sparen, weil die Lieferdienste bzw. die Anbieter von diesen Snacks, die wollen ja auch keine Provision zahlen. Ne? Muss nicht, kann man aber machen. Super. Ein kleiner Pfennig. Wenn man uns gucken will, dann muss man auch kein Geld bezahlen. Man muss nur harte Nerven haben, aber das macht ja nichts. Das ist ja auch ganz spät am Abend und da kann man auch einfach sich zurücklegen und sich jetzt bei pizza.de über Umwege was zu essen bestellen und einen schönen Abend haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Apps Night Sendung wieder, wenn ihr Lust und Zeit habt. Also bis dahin, macht's gut. Adieu. It's hard to know which one of us is caving.